Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Brickforce in Dev und heute wieder mit dem lieben Fez Hallo. und mit der Und Porky der Hawk, die Porky gab es ja Hawk, neulich gab's zu ja einer neulich. Mission für einen Tag und deswegen Und stellen wir sie euch jetzt vor. war. Genau. 5 Meter sind das, oder? Ja. Einfach mal schießen. Ja. Nein. Seht ihr ja Da selber, dass das scheiße kann man war. nicht viel mehr sagen. Mach mal auf 10 Meter. Ach ja, und das Magazin hat nur 25 Schuss. Ach du Kacke, Mann, die Kacke, trifft ja Mann. gar nichts. Und die Feuerrate ist auch sehr, sehr, ja, sagen wir mal, scheiße. Fünf überhaupt auf die Überhaupt auf ganze die ganze Zielscheibe. Zielscheibe. Na, das war nicht. Was ich auch irgendwie nicht so geil finde an der Waffe, dieses, da ist ja auch vorne drauf so ein Schwein mit Flügeln und das versperrt schon ziemlich die Sicht. Also, und gut aussehen tut es irgendwie auch nicht, finde ich. Ja, bleib mal kurz stehen. Also von, ja, Ja, ohne das ohne Schwein das wird es besser Schwein. aussehen, sagen wir es so. Ja, okay, dann gucken wir mal, wie schnell die zieht. Ja, ich habe Ja, ich Premium habe aus. Premium. Waren jetzt 19, ach nee, das hat ja nur 25. Das waren 14 Schuss. Ja, okay, das geht aber Okay, das geht vollkommen. aber. Ja, die hat ja 28 Schaden, glaube ich. Ja, Ist was kann sie nicht machen? geupgradet. Ja, also ich würde sie mir jetzt, wenn sie eher sie noch habt und dann Neukauf machen kann, würde ich mir sie nicht holen, weil die hat einfach zu krassen Rückstoß und ich finde, die verdeckt zu viel von der Sicht. Ja, also ich kann jetzt mal kurz demonstrieren, der Rückstoß, wenn man nicht schießt, ist es Fahrenkreuz ungefähr so wie bei den Granaten. Ja. Und so ist es ungefähr, wenn man schießt. So ungefähr, wie wenn ich mit Wie der wenn ich mit der Saurus Saurus. schieße. Also das ist echt richtig übertrieben. Ja, also es Also springt es springt total total auseinander. auseinander. Ja, also kann man eigentlich nur sagen, dass ihr die nicht holen solltet, falls ihr die Chance dazu kriegt. Ja, wenn Ja, ihr wenn sie ihr. noch für einen Tag habt, dann benutzt sie für einen Tag, spielt ein paar schöne Runden auf kleinen Maps. Aber sonst, Aber naja, würde sonst. ich sie nicht benutzen. Ah, Und wie viele und Punkte würdest du ihr geben? würde 0 ich bis würde ihr 10. eigentlich, sagen wir mal, 5. 5? Weil auch sowas wie XP, 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 was natürlich niemand spielt, ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht, weil sie hat ja schon 28 Schaden von außen und das ist jetzt eigentlich nicht so schlecht. Und wenn man ziemlich schnell klicken kann, einzeln klicken, dann geht's noch, aber so schlecht finde ich sie jetzt auch wieder nicht. Geht. Okay, ja, also 5 Punkte Ja. für die Für die Silvesterwaffe, glaube ich, war es. Die Porky Hawk.